Ja, hallo Hi. Delaila, hier ist der Philipp aus der Schweiz. Ich weiß, wir könnten uns natürlich auf Schweizerdeutsch unterhalten. Wäre es für dich aber auch okay auf Hochdeutsch? Wir können auch auf Hochdeutsch, das ist kein Ja, Problem, ja, wunderbar. ist gut. Sehr gut. Weil wir haben sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer auch natürlich aus Deutschland und Österreich. Und die Ja. wollen wir natürlich nicht ausschließen. Auf Ja. jeden Fall. Sehr gut. Aber ich freue mich sehr, dass das jetzt Machen wir nicht. Genau. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Wir sprechen heute über die neue Netflix-Serie Transatlantic, in der du dabei bist. Soweit ich konnte noch nicht sehr viel sehen. Es ist ja alles sehr neu. Ich habe mich da aber ein wenig informiert. Die Serie spielt in Marseille während des Zweiten Weltkrieges, so 40, 41. Es Genau. ist eine wahre Geschichte der Hilfsorganisation Emergency Rescue Committee, eine Gruppe von Leuten, die ihr Leben riskiert, um mehr als 2000 Menschen, viele Künstlerinnen und Künstler vor dem NS-Regime, die Flucht aus dem besetzten Frankreich zu ermöglichen. Und du spielst die Korrekt. Lisa, die Lisa Fitko. Erzähl mir doch etwas über die Lisa. Die Lisa Fitko, die ist aufgewachsen, damaliges Österreich-Ungarn, ist dann nach Berlin gekommen, nach Charlottenburg. Dort ist sie, das ist ein Foto von mir, genau, ist sie aufgewachsen und war dann im Sozialistischen Schülerbund, hat sich sehr politisch aktiv betätigt und gegen den Faschismus gekämpft. Als sie dann fliehen musste, hat sie aber auch nicht aufgehört zu kämpfen. Sie hat immer noch antifaschistische Flugblätter verteilt aus dem Exil. Die war auch in Basel, in Belgien und so und ist dann nach Marseille gekommen. Und ist eben auf diese Hilfsorganisation ERC gestoßen und hat viele Flüchtlinge über die Pyrenäen gebracht. Genau, so das in a nutshell. Okay, gut. Ja. Hier sieht man dich. Ist das die Gruppe, von der wir sprechen? Genau. Wunderbar, sehr schön. Ja, und wie, als du von dem Projekt gehört hast, was war deine erste Reaktion? War das etwas, wo du gesagt hast, da muss ich unbedingt dabei sein? Oder wie kam es zu diesem Engagement? Ja, genau so. Ich wollte unbedingt dabei sein. Ich fand die Geschichte großartig, sehr spannend. Ich finde Anna Winger einfach ein sehr kreativer Kopf. Und diese Lisa Fitko hat mich sehr inspiriert. Und ich wollte ja ein Teil davon sein. Die Bücher waren sehr toll geschrieben, mit viel Humor und ein sehr dichtes Tempo. Und mir hat das eher zugesagt. Ich habe gelesen, es kommt dann auch zu allerlei Liebesverwicklungen innerhalb dieser Gruppe. Kannst du da vielleicht noch etwas dazu sagen? Naja, also ich glaube, es war ein großes Anliegen von Anna Winger, dass man natürlich, selbst wenn dieses Damoklesschwert, ne, in diesen apokalyptischen Zeiten so über einem schwebt und der Tod sehr präsent ist, dass man trotzdem die Geschichte von Menschen erzählt, die leben wollen, die einen großen Lebensdurst haben, wo auch Humor ganz wichtig ist, also wirklich ein Überlebensexil. Und natürlich passieren dann auch Dinge, die wollen leben, die wollen tanzen, die wollen sich verlieben. Die sind da quasi gestrandet in dieser Villa Herbel in Marseille und da passieren halt verschiedene Sachen, genau, und Liebesverstrickungen. Ja. Man hat ja auch eine gemeinsame Mission, ne? Das bindet einen sehr. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Was mich immer wieder erstaunt, jetzt liegt ja dieser schreckliche Krieg, der Zweite Weltkrieg, doch schon einige Zeit zurück und es gab sehr viele Bücher, es gab sehr viele Filme, sehr viele Fernsehdokumentationen, aber trotzdem kommen immer wieder neue Geschichten zum Vorschein. Diese hier basiert jetzt auf dem Buch The Flight Portfolio. Aber trotzdem begegnen uns immer wieder Geschichten aus dieser Zeit. Das ist schon erstaunlich. Es muss schon,
ich war ja natürlich vom Alter her, waren wir alle nicht dabei, aber es ist erstaunlich, was da alles abgelaufen ist. Geht dir das auch so? Ja, und es ist aber nicht etwas, was nur in der Vergangenheit ist. Ne? Also, mein dritter Drehtag war der 24. Februar. Und es sind natürlich Thematiken wie Flüchtlingsströme, Krieg, die immer wieder in unserer Geschichte stattfinden. Ne? Also das ist nur ein Zoom-in in eine gewisse Epoche, in einen gewissen Krieg. Aber es ist allgegenwärtig und es ist dementsprechend auch zeitlos, diese Thematik. Ja, stimmt. Und es ist wichtig, dass es immer wieder ins Gedächtnis wird. Ja, wollte ich gerade sagen. Es ist sehr vielen Menschen, die das natürlich noch erlebt haben oder jetzt eine nächste Generation sind, sehr wichtig, dass es einfach nicht vergessen geht, dass das einfach auch dokumentiert ist und sichtbar ist. Geht dir das auch so? Ja, das geht mir absolut so. Absolut, ja. Also es ist wichtig natürlich, dass man seine eigene, also dass man, wie soll ich sagen, es gibt verschiedene Weisen, diese Geschichte zu beleuchten. Bei uns im Zentrum steht eben diese Hilfsorganisation ERC. Und was die gemacht haben, das war, dass man von deren Geschichte erzählt. Diese Organisation gibt es heute noch. Also die heißt ER, also mit I, nicht mit E, ERC. Und es ist wichtig, dass man auch Geschichten, Heldengeschichten erzählt, Geschichten von Menschen erzählt, die den Mut hatten, da zu bleiben und Leute rauszuschreiben und quasi ihr Leben zu riskieren, um andere zu retten. Ich finde, das macht Mut und das inspiriert. Ja, finde ich absolut auch so. Ja. Wie waren denn diese Dreharbeiten? Was habt ihr da erlebt? Wo habt ihr in Marseille selber gedreht? Oder wie muss ich das vorstellen? Wir kamen aus verschiedenen, verschiedensten Ländern, aus England, Deutschland, Israel, Frankreich, den USA, und wir sind alle quasi da gestrandet, diesen Marseille, so, und hatten eigentlich nur uns, und wir waren alle vorher, ich habe ein sehr engagiertes Ensemble erlebt, die wirklich, diese Geschichte erzählen wollte und sehr mit Herzblut dabei war. Und wir hatten eine tolle Zeit, aber auch eine sehr kreative Zeit. Wir sind zusammengesessen und haben über die einzelnen Szenen gesprochen, über das Projekt, und es arbeitete so quasi immer in uns weiter. Es war nicht so, dass wir irgendwie zur Arbeit gingen und dann nach Hause und dann hatten wir so eine andere Welt, sondern die war irgendwie omnipräsent. Und das war sehr schön. Das war auch sehr abenteuerlich, ja. Schön zu hören. Was wünschst du dir, soll das Publikum in dieser Serie erleben oder daraus mitnehmen? Was wäre dein Wunsch? Ich glaube, im besten Falle ist es wirklich so, dass dieser Mut von diesen Leuten einen Eindruck hinterlässt und nachhaltig auch ein Bewusstsein verändert. Aber es ist auch eine Hommage an das Leben, also was das Leben alles kann und wie wichtig, und ich würde wirklich darauf kommen, wie wichtig der Humor ist. Also das ist, dass man den nicht verliert. Also die Serie wird auch inspiriert von Filmen dieser Zeit wie Casablanca oder Der Diktator von Charlie Chaplin, und es ist einfach wie, ja, den Mut nicht zu verlieren und auch den Humor, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Sehr schön. Delilah, ich bedanke mich sehr fürs Gespräch. Das war sehr interessant. Okay. Ich verabschiede mich aus der Schweiz und ich hoffe, wir sehen uns bei einer anderen Gelegenheit persönlich für ein anderes Interview. Super. Alles Gute. Super.